ho, ho, ho. Hi Leute und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollte ich mal meine Santa-Stimme versuchen, mein Santa-Lachen, wie man es so aus den amerikanischen Filmen kennt. Hat nicht so ganz geklappt, aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt gerne mein Weihnachtsgewinnspiel ankündigen. Ich habe mir gedacht, dass ich gerne die Reichweite von dem Channel ein bisschen vergrößern möchte und möchte euch dafür einen kleinen Anreiz geben. Und zwar, das Ziel ist es, bis Heiligabend 75 Abonnenten zu erreichen. Das heißt, erzählt euren Freunden von dem Channel, verbreitet die frohe Kunde, dass es bei mir was zu gewinnen gibt. Und ich habe hier einen kleinen Stapel mit Rares, Mythics, Value, Uncommons, Foils, wie auch immer man es sagen will. Ich habe hier ein bisschen was aus meiner Sammlung rausgesucht, wovon ich mich trennen kann und werde also, wenn wir es schaffen, bis Heiligabend 75 Abonnenten zu erreichen, werde nicht ich, sondern wird meine Freundin und ich werde es auch festhalten, damit ihr, ja, wenn ihr mir ja nicht 100% vertraut, damit ihr eine Gewissheit habt, werde ich meine Freundin aus diesem Stapel zwei zufällige Karten rausziehen lassen, die dann einer von euch gewinnt. Und deswegen erzählt euren Freunden davon. Wenn wir natürlich mehr als 75 Abonnenten erreichen, umso besser. Ja, dann überlege ich mir vielleicht, wenn es sehr viel mehr werden, dass ich dann noch an jemand Zweites auch noch was verlose. Vielleicht, dass sie dann vier Karten ziehen, die dann zwei Gewinner erhalten. Ja, das mussten dann aber schon wirklich mehr als 75 sein. Und ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch viel Erfolg. Verbreitet die Kunde. Ich freue mich über jedes Abonnement, damit ich ein bisschen meine Reichweite erhöhen kann und so auch mehr Leute vielleicht mitkriegen, was ich hier so Tolles mache in meiner Freizeit und euch versuche, meine Sicht auf die Magic-Welt ein bisschen näher zu bringen. Ja, und dann werden wir also, ich weiß nicht genau, wann ich es schaffe, irgendwann nach Heiligabend, dann werde ich dann die Auslosung machen und den Gewinner dann wieder, so wie beim letzten Gewinnspiel, über YouTube dann ausrufen und mal gucken, wie man dann zusammenkommt per Kommunikation. Ja, das kriegen wir dann schon hin, wenn es soweit sein sollte. Also Leute, geht raus, verbreitet die frohe Kunde. Bei Abaddon gibt es was zu gewinnen zu Heiligabend. Ich freue mich auf jeden, der teilnimmt und wünsche euch bis dahin eine frohe Weihnachtszeit und liebe Grüße. Euer Abaddon. Ho, ho, ho.